Ja, hallo mal wieder, liebes Ehepaar bei CryptoTV. Es ist so, dass 10 von 10 Österreichern sterben werden. Falls ihr euch fragt, warum ich mit einer dermaßen dramatischen Ansage heute ins Video einsteige, ganz einfach, weil es die Wahrheit ist und weil ihr Videos besonders gerne schaut, wenn sie reißerische Titel haben. Dem ist hiermit Genüge getan. Ihr seht schon, Hawaii-Hemd, Sonnenschein, Eis. Es ist also wieder unglaublich heiß. In Deutschland ist, nachdem ja jetzt Covid bei denen früher als bei uns zu Ende war, weil Lauterbach es so erklärt hat, derselbe Mann jetzt zahlreich unterwegs und predigt jetzt die nächste Apokalypse, die uns dahin raffen wird, nämlich die Hitze. Aktuell tut er das, man kann das nachsehen bei Express TV. In Italien, da hat es nämlich heute genauso wie bei uns roundabout 30 Grad. Ich beiß also mal wieder ins Eis. Anchorman vom ORF hätte das jetzt inspiriert, sich eine Flasche Trinkwasser über den Kopf zu leeren in einem klimatisierten Studio. Der Roman wird die Szene einblenden. Wir machen das nicht. Für mich ist nämlich Wasser tatsächlich eine Kostbarkeit. Es gibt Länder, da müssen Menschen kilometerweit gehen, um Wasser zu kriegen. Und ich finde es in einem teuer bezahlten und teuer klimatisierten Studio relativ verachtend vom Herrn Wolf, sich da einfach Wasser verschwenden, dasselbe blödsinnigerweise über den Kopf zu leeren, um einmal mehr dem Narrativ Folge zu leisten, wie man das vom ORF erwartet. Es ist viel passiert seit unserem letzten Video. Normalerweise beginne ich immer die Seher und das Volk. Entschuldigung, ich muss einmal abbeißen, das Eis schmilzt, die Hitze, wir werden alle sterben. Zu begrüßen mit dem Vermerk, dass wir im vertrottelten Österreich sind. Die meisten Seher, also so ungefähr alle 50 oder so, werden das glauben. Die anderen werden sich darüber hämisch das Maul zerreißen und sagen, ich rede wieder selbstverliebt. Ja, so ist das halt. Tatsache ist, ich muss nochmal Eis essen. Selbstverliebt reden, Temperatur und Eis vertragt sich nämlich nicht. Jedenfalls halten wir fest, es ist viel passiert seit unserem letzten Video. Wir sind immer noch im vertrottelten Land seit 14 Tagen, wir haben nämlich heute den 14. Juli, ist ja in Österreich als letztes Land der Welt meines Wissens noch der Covid-Wahnsinn vorbei. Wie gesagt, das Narrativ der Klimakrise hat uns fest im Griff. Ein Schelm, wer sich dabei amüsiert, dass quasi die Klimakleber inzwischen darauf pochen, die Reichen zu vernichten, wo sie sich doch selber von denselbigen sponsern und ihre Strafen zahlen lassen für ihre vertrottelten Aktionen. Zuletzt zum Beispiel in Wien Luxushotel und Prada und so, ihr wisst. Ja, wie gesagt, das ist alles sehr spannend. Ich begrüße heute allerdings die Seher nicht mit dem vertrottelten Österreich, sondern wir machen das heute anders, ganz einfach, mit leichten Fakten. Ich begrüße heute aus dem unfreundlichsten Land der Welt. Auch dazu wird der Roman den passenden Link, wie ich auf das komme, verlinken und wir sind damit wieder einmal ein Negativspitzenreiter. Das haben wir, wie gesagt, in Wien auch. Da wird eifrig auf die Straße geklebt, da werden Luxushotels und Boutiquen vollgesprüht, weil das nämlich das Klima verbessert, der Meinung komischer Leute nach. Eine der Redelsführerinnen dieser Bewegung hat ja inzwischen die Jugend auch schon aufgerufen, ihren Job hinzuschmeißen, wenn die Firma denn nicht ausreichend klimakonform ist. Die Schweden steigen inzwischen aus dem Green Deal aus. Die halbe Welt erkennt, dass Blödsinn passiert. Der Roman muss nochmal am Eis lecken, der botzt sie nämlich gerade an. Der ist übrigens wieder an der Kamera. Und ja, wie gesagt, das ist alles ein Wahnsinn. Und nichtdestotrotz, bevor wir jetzt hier, der Roman hat schon festgehalten, wir stehen bei der BP-Tankstelle in Eugendorf, also an der B1. Wir machen heute nämlich eine Solidarität mit dem autofahrenden Volk und fahren auf der besagten B1, wo sich kürzlich Klimakaoten in Vöcklabruck oder in der Nähe von Vöcklabruck festgeklebt haben, heute einen kleinen Ausflug. Und was es dabei geht, werden wir dann beim nächsten Einstieg erklären. Wichtig ist jedenfalls, herzlich willkommen.
im unfreundlichsten Land der Welt, wo in Wien der Sonderweg war, inzwischen, wie gesagt, Luxushotels besprayt werden und wir dafür eine hohe Kriminalitätsrate haben. Was aber nichts macht, in Deutschland, wo ja der Klabauterbach-Kali das Klimanarrativ aufrechterhält und manch anderer Grüner, zum Beispiel auch die Schwachstelle der deutschen Politik, die Annalena Baerbock vor kurzem einmal mehr wortgewandt, wie sie denn so ist, klargestellt hat, dass es ja Weltbrände gab, wo es gebrennt hat. Also Annalena, Daumen hoch, du bist und bleibst mein Idol der deutschen Politik. Wie gesagt, in Deutschland herrscht der Wahnsinn. Deswegen ist es meines Erachtens nach sehr gut, dass man jetzt, wo man in Brandenburg Wasserknappheit hat, in den restlichen Bundesländern teilweise die Freibäder zusperren muss, weil man sich mit den dortigen Gewaltorgien nicht mehr, weiß ich nicht, ausreichend geschützt, sicher oder sonst was fühlen kann. Also wie gesagt, Europa schafft sich weiter ab. Der Lauterbach-Kali hat gerade ganze 83 Millionen Impfdosen zur Vernichtung freigegeben. Und insgesamt sind es natürlich mehr. Österreich kann sich jetzt ausrechnen, wie viel es bei uns sind. Bei uns wird das nicht so kollaboriert. 770 Millionen Masken sind verbrannt worden. Also ich denke, es ist einfach einmal Zeit, ganz entspannt einen Ausflug zu machen. Und deswegen sind der Roman und ich noch am langen Intro jetzt mal wieder weg. Entsorgen ordnungsgemäß unsere Holzeisstaberl, damit die Umwelt sauber bleibt, weil das Ding würde zur Not verrotten. Es könnte bei so viel CO2 ein Baum entstehen und das wäre schlecht. Da könnte man, wenn man so brachial extremistisch wäre wie unsere Klimakaoten, sagen, man könnte einen Grünen dran aufhängen und das machen wir ja nicht. In diesem Sinne, baba. Howdy Partners. Davor wegen sollte vielleicht bemerkt werden, dass hier in Eugendorf der Merkur Inside der Tankstelle ist, wo es doch offiziell in ganz Österreich jetzt angeblich Billa Plus heißt. Wunder über Wunder in diesem unfreundlichen Land. So, weg sind wir. So, nachdem wir jetzt die Ortsdurchfahrt Straßwalchen großzügig umfahren haben, weil die nämlich heute Stadtfest haben, was ich natürlich wieder nicht vorab gewusst habe, weil man kann ja jetzt, wo die Normalität wieder eingekehrt ist und man wieder ohne Abstand und ohne sonstige Repressalien miteinander feiern darf, nicht absehen kann, wo nicht überall im Moment in diesem Land ein Hund erschlagen ist. Wir stehen jetzt jedenfalls am Stadtrand von Straßwalchen. Das letzte Mal, als wir das hatten, der Roman wird das Video verlinken, hatten wir einen kleinen Abstecher nach Haidach gemacht. Ihr wisst schon, da war Gas in Österreich plötzlich aus, weil russisches Gas schlecht war. Da hat dann damals unsere Gehwessler erklärt, alles wird gut und der Kanzler, der aktuell meint, wiedergewählt zu werden, wo er doch aktuell noch nicht mal gewählt im Amt ist, hat gemeint, ein Schiff wird kommen. So viel also zum Thema Phantasialand Österreich. Jedenfalls, wir haben da letztens einen Abstecher in Haidach gehabt und siehe da, jetzt hat der OMV-Chef, unsere Frau Gehwessler, ein bisschen Lügen gestraft und hat gesagt, na, Österreich bezieht eh noch russisches Gas. Macht aber nichts. Damit haben wir einen weiteren Stopp an der B1 hinter uns und werden, weil es ein lustiger Tag werden soll, noch mit einem kleinen Kalauer schließen. Klimaaktivisten in München war der Protest mit auf die Straße kleben nicht militant genug. Deswegen haben sie zwei Luxuskarren angezündet. Brennende Autos sind nämlich grundsätzlich super für die Umwelt, super fürs Klima. Und damit das Ganze noch richtig viel Spaß macht, sind die auf der deutschen Seite hüben wie drüben genauso deppert wie die Klimakaoten bei uns. Bei uns sind sie doof, indem sie quasi meinen, sie müssen die Reichen attackieren, während sie sich gleichzeitig von denen zahlen lassen.
müssen darüber spotten, dass man quasi da keine Flüge als Privatperson machen soll und wir alle an der Hitze sterben wollen. Sie fliegen dann allerdings selber nach Bali und sonst was und die deutschen Klimakaoten zünden einen Elektro-BMW an. Ja, Gratulation, in diesem Sinne sind wir jetzt einmal mehr im Phantasialand weiter unterwegs auf der B1 und der Roman wird dann wieder einsteigen, wenn es den nächsten Stopp gibt. Alle, die sich während wir da auf der Strecke sind, fragen, warum ich heute noch nicht gesagt habe, dass Österreich so ein unglaublich vertrotteltes Land ist, sondern das mit dem unfreundlichen Land vorgezogen habe. Schaut euch doch einfach, damit es nicht heißt, wir framen da was, das Video vom unabhängigen Journalisten von Mundus TV an zur Unite Parade. Das haben nicht der Roman und ich gemacht, also es ist nicht von uns manipuliert. Und zeigt die tausenden Verhaltensoriginellen beim Tanzen und schaut euch im Vergleich dazu die Demo am Künigelberg am selben Tag, ebenfalls im Juli, an. Der Roman wird beide Videos verlinken und dann fragt euch selber, ob ich so Unrecht habe mit den vermeintlich vertrottelten und korrupten Bürgern in dem Land. Aber wie gesagt, es ist auch Stadtfest, alles ist gut. Wir sind jetzt einmal weiter auf Achse und ich bin damit einmal mehr aus dem Bild. Bis später. Für alle, die sich schon ein bisschen fragen, wo es heute hingeht, was wir heute machen. Wir haben ein Plakat zum Spoilern gefunden, also wir verlassen jetzt das Salzburger Land, kommen ins Oberösterreichische und sind hier auf Wiedersehen im Land der Pioniere. Ein nettes, in fast schwarz-weiß gehaltenes, der Rest ist ein bisschen regenbogenmäßig, Plakat zum 75. Geburtstag der Firma Porsche. Es bleibt also was Automobiles. Dranbleiben, wir werden fossile Brennstoffe verbrennen, wir werden politisch unbequem sein und ja, vielleicht sage ich dann später auch noch was zur Regenbogengeschichte. Egal, damit bin ich jetzt raus. Porsche haben wir keinen, wir werden aber trotzdem richtig Gas geben. Weil bekanntlich Fahrtwind kühlt. Und für alle, die sich sonst lieber wie unser Anchorman vom ORF Wasser über den Schädel schütteln, wobei es gar nicht schlecht ist, wenn beim ORF der eine oder andere vielleicht einmal eine kalte Dusche abkriegt, ist aktuell ja sogar passiert. Das Haushaltsabgabengesetz ist ja dank dem Veto einiger Aufrechter im Bundesrat einstweilen mal auf Eis gelegt. Da hat man jetzt die Sommerpause, weil unsere Politiker müssen ja in Zeiten einer Krise, die nächste jagt und der höchsten Teuerung seit Jahrzehnten, ihren Urlaub deswegen nicht aufgeben, mal auf Eis gelegt. Und ja, nach dem Urlaub kann man dann erneut beraten, ob das vielleicht sinnvoll ist, einen Propagandasender zwangs zu finanzieren. Sei es wie es sei, wir fahren weiter. Ohne Porsche. Ja, dann sagen wir immer, wenn einer eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen. Und nachdem ich laut den Kritikern ja immer gerne selbstverliebt rede, so sieht's an der B1, also der Verbindung von Salzburg nach Wien, bundesstraßentechnisch, eine Polizeiwachstube aus. Ja? Ich hätte mal gesagt, aktuell sehr gut in Nutzung. Ja? Und der Roman stellt dann mal fest, da ist auch innen richtig viel los. Und nachdem unsere Herren von der Exekutive ja inzwischen quasi de facto keinen Führerschein mehr brauchen, können sie dann da ihre Dienstfahrräder abstellen. Damit sind wir jetzt raus. Wir gehen jetzt wieder zum Auto, weil wir haben da einen Führerschein und setzen unsere Fahrt auf der B1 weiter fort. Mal schauen, was uns noch alles unterkommt im unfreundlichsten Land und so. Ist es vorbei mit Verfolgungsjagden? Was für Verfolgungsjagden? Wenn die Polizei keinen Führerschein mehr hat? Naja, ich glaube, also in den meisten Dörfern ist ja relativ idyllisch. Und die einzige Stadt, die dieses verbenedeite Land hat, ist ja Wien. Und da passieren ja Machetenmorde eh in Nähe von U-Bahn-Stationen. Das heißt, da können die Herrschaften von der Exekutive dann einfach Einsatzleiter rennt aus der alarmierten Polizeiwache raus, schaut zu seinen vier Kollegen. Und Jungs, wer hat einen Führerschein? Viere gucken betreten zu Boden. Alles klar, U6, gehen wir! Ist ja alles gut, wie gesagt.
Phantasialand, ne? Ah nein, da waren wir zuerst. Wie auch immer, wir sind wieder raus. Der Roman hält noch das moderne Innenleben vielleicht fest und wir sind dahin.